Hallo meine Pokémon-Freunde, ich bin Marlon aka Bubu und herzlich willkommen zur neuen Folge von Ich Hunte Dein Shiny. Viel Spaß! Bevor wir anfangen, einmal kurz die Regeln. Jeder kann teilnehmen, egal ob Follower, Sub, Mod, Nicht-Sub, also auch jeder, der nur Zuschauer ist, kann bei Ich Hunte Dein Shiny gewinnen. Weil auch wenn jemand, der kein Follower ist, gewinnt, werde ich ihm natürlich das Shiny trotzdem handen und dann auch übergeben, weil es mir einfach Spaß macht. Das ist ein geiles Projekt, womit ich vielen Leuten immer mal eine Freude machen kann und mir bereitet es natürlich auch viel Freude. Wenn ihr auch mal wollt, dass ich ein Shiny für euch hante, könnt ihr gerne mal bei Twitch vorbeischauen. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Könnt ihr einmal vorbeigucken. Mache ich ungefähr einmal die Woche, dass ich hante dein Shiny mache. Das seht ihr auch in der Titelbeschreibung. Das nenne ich auch immer gleich, ich hante dein Shiny, den Stream. Und ja, dann mit ein bisschen Glück hante ich bald dein Shiny, wenn du Lust hast. Danny Boy! Danny Boy! Du hattest das sogar unter mein letztes Video geschrieben. Ey, wenn ich gewinne... Danny Boy! Herzlichen Glückwunsch, Danny Boy! Welches Pokémon darf ich für dich shiny hunten? Welches darf sein? Togepi! Okay, es wird Togepi. Mega. Also das ist jetzt geil. Vor allem, ich habe vorhin noch den Kommentar gelesen. Wenn ich gewinne, wünsche ich mir Togepi. Aber sehr geil. Togepi Route 230 wird gehuntet. Wie hoch ist eigentlich die Chance, dass Togepi hier spawnt? Weiß das einer, wie hoch die Chance ist, dass Togepi kommt? 5%? Ugh. Okay, das ist nicht so geil. 5% ist jetzt nicht der Oberburner. Echt, Danny, krass. Für 230 kannst du 10 verschiedene Pokémon finden. Ah, ja. Hypixlam. Ja, gut, es ist halt 10 verschiedene Pokémon, tut weh, aber gehört halt dazu bei Togepi. Und ey, ist mir lieber als, keine Ahnung, Plaudergeil, was halt so eine katastrophale Catchrate hat. Oder so ein Pokémon wie, keine Ahnung, Evoli, was mir jede Kette zerfetzt. Da ist mir, ich bin noch bin ich entspannt. Mal gucken nach ein paar geplatzten Ketten von Togepi, wie es dann aussieht. Aber noch bin ich sehr motiviert. So, okay, erstes Togepi. Mal gucken, ob es gleich sagt, die Kette mache ich kaputtkeule. Oder ob es ein bisschen gönnerhafter ist. Naja, seht ihr, easy. Ey, Danny Boy, wie gesagt, ich habe vorhin noch deinen YouTube-Kommentar gesehen, wo du geschrieben hast, ja, ich würde auch gerne mal gewinnen und wenn ich gewinne, dann hattest du Togepi und das ist mega. Vor allem heute Morgen gelesen. Ich habe ja heute Morgen sogar noch darauf geantwortet, auf deinen Kommentar bei dem Video. Finde ich geil. Ja, ey, Danny, wie gesagt, ich glaube nicht an Zufälle. Auch bei Moni beim letzten Hunt war es, glaube ich, kein Zufall, dass Moni gewonnen hat. Und ja, das wird schon Grund haben, dass ich heute Morgen deinen Kommentar gesehen habe, darauf geantwortet habe und heute gewinnst du schon bei Ich Hunte Dein Shiny. Ich muss sagen, Togepi sieht schon echt bezaubernd aus. Jetzt, das Shiny ist nicht das stärkste, weil es nur ein bisschen cremiger aussieht, finde ich, als das normale. Aber ist schon... geiler Hand. Habe ich Bock drauf. No, okay, es fängt schon böse an. Erste Kette fürs Feeling. Ich liebe dieses Feeling auch, wenn eine Kette reißt. Da bin ich übelst cool mit. Nein, also mich triggern gerissene Ketten wirklich so massiv, wenn die Kette nicht fortgesetzt wird, das tut jedes Mal ein bisschen weh. So Leute, das ist die Kette, sage ich euch. Das ist die Kette, die halten wird. Das ist die Kette für Shiny Togepi. Seht ihr es? Ich spüre es ganz tief in meinen Gedärmen. Das ist es. Du kannst so viele machen, wie du willst, Huraka. Es kommt darauf an, wie weit es fällt. Von deinem Spawn entfernt ist. Mieses Togepi. Mieses Ding. Oh. Okay. Okay, Togepi. Du willst es auf die harte Tour. Kein Ding. Die kann ich. Wenn ich was drauf habe, dann die harte Tour. Wenn ich was drauf habe, dann die harte Tour. Aber Togepi hat wenigstens direkt wieder gegönnt. Damit wir hier weitermachen können und effektiv hunten können. Aber das Geile ist, Togepi ist halt mega zahm. Der lässt sich ja sofort fangen. Der hat gar keinen Bock, sich zu wehren. Der sagt, Bro, hier nehme ich doch einfach mit. Ich habe keinen Bock. Komm schon, Togepi. Leb deinen Traum. Denn er wird wahr. Marlon, hört dir das gut an. Marlon einfach direkt entfollowed, ciao.
Aber wenn ich eins nicht tue, dann mich ernst nehmen. Und wenn ich im Togepi-Kostüm sitze, ey, da verkleide ich meine Freundin noch als Misty und binde mich ihr auf den Rücken. wenn das Pokémon jetzt im Ball bleibt, dann hast du dein Shiny, Danny Boy. Ja, wenn die Kette jetzt nicht reißt, Leute, dann haben wir schon mal Dannys Shiny. Bitte? Okay, Danny. Dein Shiny sollte gesichert sein. Wenn ich mich nicht so dumm anstelle. Aber glaub mir, ich kann mich sehr dumm anstellen. Vom Danny, heute Morgen. Ey, Marlon, ich würde so gerne, weil ich hatte dein Shiny gewinnen. Wenn du es schaffst, dann Togepi, boom, hi. 10 Stunden später, ich hatte dein Shiny, Danny Boy. Ja, ey, Danny Boy, aber das ist Karma. Weil beim letzten Mal für Moni die 30 zerbrochenen Ketten, das hat einfach nur wehgetan. Und das Togepi habe ich jetzt wirklich auch schnell verdient, finde ich. Und es ist ja für dich. Also ich freue mich vor allem, dass du es heute noch bekommst. Ja, oder jetzt aus Versehen die Route wechseln oder so. Das wäre echt mies. So, wir haben jetzt übrigens die Chance von 1 zu 200, dass wir einen Shiny bekommen. Für den guten Danny Boy. Und sobald wir das Shiny haben und die Kette sollte fortgesetzt werden, haben wir immer noch eine Chance von 1 zu 99. Also da könnte man mal versuchen, ein paar mehr Shinies mitzunehmen. Also jetzt ist es aber langsam gut hier, sag mal, Togepi, komm mal ran. Ja, es ist jetzt gerade nur eine Geduldsprobe. Ich darf halt nicht unkonzentriert werden, weil wenn ich jetzt aus Versehen in ein Feld renne, was zu nah dran ist, RIP. Da muss ich leider auch heulen. Meine war jetzt auch so im Stream, wo man immer rumschreit. Nee, okay, sowas ist nicht mein Ding. Das ist halt nicht meine... Ah, da ist es! Und es ist sogar 4 Felder weit weg, Leute. 1, 2... Ja, es ist 4 Felder weit weg. Erstmal hier raus. Erstmal aus dem Gebüsch da raus, damit ich hier kein anderes Encounter. Da ist das allererste Shiny Togepi für den guten Danny Boy. Boom. Hi. Oh, ist das nicht entzückend? Guckt ihn euch an. Man erkennt zwar nicht, dass das Shiny ist, aber er ist es. Ach, ein Hübschi. Guckt ihn euch an. Kniet nieder vor seiner Pracht. Danny Boy, in welchem Ball darf ich dir dein Shiny Togepi fangen? Ich kann dir gerne einmal zeigen, welche Bälle ich zur Auswahl habe. Flottball, Timerball, Wiederball, Luxusball, Premierball, Netzball, Nestball, Finsterball, Hyperball, Heilball, Timerball, Wiederball, Luxusball, Premierball, Netzball, Nestball, Finsterball, Hyperball, Heilball und das war's. Welcher darf sein? Den Heilball, sehr schön. Das ist mir eine Ehre. Heilball auf Togepi. Hoffentlich bleibt er drinne. Ich hoffe nicht, ich muss ihn noch schwächen. Oh, wie frech ist er denn? Okay, Togepi, verstehe. Machst einen coolen, ja? Machst einen coolen, dann kriegst du erstmal einen Trugschlag ins Gesicht. What? Viel Spaß damit. Wenn ich was drauf hab, dann die harte Tour. Erstmal schön eine Kelle gegeben. So, jetzt weißt du hoffentlich wieder, wo du stehst im Leben. Und jetzt bleibst du wohl drin, oder? Das ist das erste Shiny für Danny Boy. Ich hoffe, dass die Kette jetzt fortgesetzt wird, weil wenn die Kette fortgesetzt wird, kann ich an euch noch ein paar Shinies verschenken. Und würde mich natürlich freuen, wenn das ein oder andere Togepi noch bei rumkommt. Okay. Wenn sie wollen, Togepi, so soll es sein. Back-to-back Shiny. Schmeckt, was ein geringer Verdiener nicht kennt. Ein Back-to-back Shiny. Home. Lars, vielen Dank. Komm schon, Kette, gönn ein bisschen. Es war wieder 4 Felder, also mit ein bisschen Glück wird es weiter fortgesetzt. Bitte geh weiter, bitte geh weiter! Togepi, ich liebe dich. Neuer Glücksbringer auf diesem Kanal, Togepi. 1, 2, 3, 4. So kann man es auch machen. So, das dritte Togepi. Das war wieder 4 Felder. Ich hoffe, die Kette wird jetzt noch weiter fortgesetzt. Wie ich sich gerade geschüttelt habe. Einfach... Hier gefällt es mir. Ich liebe Togepi. Und die Kette geht weiter. Uhuhuhui. Da! 1, 2, 3 Felder. 1, 2. Ich hoffe, wir nehmen es mit 3 mit. Dann haben wir eine 83%ige Chance, wenn wir was fangen, dass die Kette weitergeht. 83% ist nicht so schlecht. Bitte geh weiter. 83%. Da muss was gehen.
Schade. Schade. 4 Shiny Evolis. Wir schauen es uns mal an. Immerhin, ey, 4 Shiny. Ich erstmal speichern. Das Wichtigste, erstmal speichern, bevor hier was kaputt geht. 4 Shiny Evolis, ja. Flickflock, alles klar. Flickflock. Dann geht das nächste Shiny. Möchtest du das Togepi im Premierball oder im Timerball? Welches möchtest du haben? Einen Platz haben wir noch frei, Leute. Ein Togepi haben wir noch zum Verschenken. Einfach 1, 4, immer die 5 eingeben im globalen Tauschraum als Passwort. Und der Erste, der reinkommt, kriegt's. Okay. Flickflock, viel Spaß mit dem Shiny Togepi. Ich hoffe, es gefällt dir. Mika! Mika! Herzlichen Glückwunsch zu deinem Shiny Togepi. Ja, Mika, ich weiß. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Shiny Togepi. Und ja, genieß die Zeit. Daniel, da ist er. Okay. Dein Shiny Togepi kann schon mal Platz nehmen. Der wird nämlich wie die anderen auch weggefeuert, wenn er geht. So. Togepi, mach dich bereit. So, das ist im Heilball. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, Danny Boy. Vielen Dank, dass du bei Ich Hunte dein Shiny mitgemacht hast. Mir war es eine Freude, dir dein Shiny zu hunten. Und ging auch wirklich verdammt schnell. Also, das war jetzt knapp 2 Stunden und ein Shiny und 4 Shiny Togepis in der Zeit. Also, sehr geil. Okay, Togepi, bist du bereit zum Fliegen? Du wechselst jetzt in den Besitzer. Okay, ab in den Pokéball und... Okay, das war's mit Togepi. Viel Spaß, Danny, mit deinem Togepi.